Mahlzeit, Freunde. Herzlich willkommen zu 030 Barbecue. Mein Name ist Bobby. Heute wird man nicht gegrillt, aber ich zeige euch meine Grills. Ganz, ganz viele von euch haben mir gefragt, Bobby, was hast du denn eigentlich alles bei dir rumstehen mittlerweile? Und da wir heute ein bisschen aufräumen, machen wir heute eine kleine Bobbys Grill-Inventur, würde ich sagen. Erstmal Cheers auf euch, ne? So fangen wir schon mal an heute. Jedes Bier schmeckt besser aus dem 030 Barbecue Glas. Und vielen Dank für euren krassen Support. Ihr macht mich wirklich sehr, sehr glücklich. Ne? Ich freue mich über jedes Kommentar von euch, jeden Like, jede Nachricht, die ihr mir schickt. Gerne weiterballern, Freunde. Und wer noch nicht in diesem Moment Abonnent unseres Kanals sein sollte, bitte mal ein Abo dalassen. Glöckchen drücken und dann seid ihr auch immer informiert. So, Muffin? Muffin braucht noch Möhre heute, oder? Hm? Veganer Hund, Freunde. Veganer Hund. So, Inventur. Los geht's. Und zack, wir starten auch gleich durch. Und zwar hier mit unserem Sorgenkind. Feuerschale mit drei Beinen. Feuerhand Tyropit oder Tyropit. Ihr seht ja, wir sollten uns mehr kümmern. Der Rasen sieht mittlerweile richtig geil aus, aber unsere Feuerstelle ist ganz schön zugewachsen. Also Saskia, Notiz machen bitte. Feuerstelle abmähen. Abmähen. Ist ein geiles Gerät. Könnt ihr nutzen als normale Feuerschale. Mit dem Dreibein zusammen kann man da wundervoll Dutch-Öfen hängen. Es gibt da auch eine Feuerschale noch zum rüberhängen, also so eine Feuerplatte zum Hängen quasi. Ihr könnt auch noch einen Schwenker ranhängen. Ist ein geiles Ding, ist leider viel zu wenig in Betrieb. Meistens nutzen wir den in den Wintermonaten. Da macht es nämlich richtig Spaß, wenn man hier mal wieder mit vielen Leuten sitzen kann, mal schön ein Marshmallow zu braten, ein Stockbrot und ordentlich was zu grillen. Geiles Teil sollte man haben, wenn man den Platz hat. Und weiter geht's mit einem meiner absoluten Lieblinge. Ist kein Stehtisch, Freunde, das ist die Feuerplatte von grillrost.com. Also eine 100er Platte auf der Feuertonne, wunderschön mit meiner Fräsung. Dieses Ding ist was für jede Gelegenheit eigentlich. Wird auch viel zu selten benutzt eigentlich, müssen wir mal wieder öfter machen. Ne? Aber hier ist wirklich geil. Feuerplatte. Ihr könnt hier mit ganz, ganz vielen Leuten rumstehen. Jeder kann sein eigenes Grillerchen machen und das ist wirklich Geselligkeit pur. Mehrere Hitzezonen, außen relativ kühl, in der Mitte ordentlich heiß. Hier kann man ohne einen Aufsatz drauf sitzen, nochmal direkt grillen. Ihr könnt hier eine Pfanne oben raufpacken. Also das ist wirklich ein geiles Gerät. Man muss halt auch dafür den Platz haben, ne? Aber wir haben den hier, Gott sei Dank. Geiles Teil. Grillrost.com, Feuertonne. Weiter geht's in der Rubrik Dutchen, Dutch-Öfen und sowas. Hier, guck mal. Petromax Feuertisch. Der ganze Tisch ist eigentlich dafür da, um seine Kohle vorzubereiten, Kohlen raufzulegen, Dutch-Ofen raufstellen. Ihr habt halt durch die Wände hier ein bisschen Windschutz und so. Bei uns, wie ihr seht, ist das momentan noch Kräutergarten. Ich habe den schon zwei, dreimal in Betrieb gehabt. Habt ihr da schon ein Video von? Weiß ich gar nicht, wa? Habe ich euch nicht gezeigt. Haben ist besser als brauchen, Freunde. Also Feuertisch fürs Dutchen ist geil. Ich bin halt bequem. Ich dutche meistens tatsächlich auf dem Gasgrill. Das könnt ihr jetzt halten, wie ihr wollt. Ne? Aber Feuertisch haben wir. Und wir rutschen hier von Traumschiff zu Traumschiff. Freunde, ne? Der beste Smoker, den es gibt. Für mich auf jeden Fall. Breuking Regal Pellet 500. Großes Schiff. Pellet Smoker, also Altherren Smoker. Ihr wisst Bescheid, ihr habt schon viele Videos gemacht. Hier, zack, kommen die Pellets rein. Dann dreht ihr euch die Temperatur ein, die ihr haben wollt. Und das Ding macht alles von alleine. Kein Nachschmeißen mehr wie beim Stickburner. Ihr braucht euch nicht drum zu kümmern. Das Ding läuft die ganze Nacht durch. Das läuft auch zwei Tage durch, wenn ihr wollt. Ordentlich Platz drinne. Zack, mit dem neuen Ablagerost. Noch mehr Platz. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich liebe dieses Teil. Ich werde den nie mehr missen. Schön, dass ich den bekommen habe. Vielen Dank an Saskia, dass ich den haben durfte letztendlich. Und nie wieder ohne Pelletsmoker, Freunde. Nie wieder ohne Pelletsmoker. Wie gesagt, davon haben wir auch schon ordentlich Videos bei uns. Guckt doch mal durch die Playlisten. Da findet ihr von jedem Grillgerät auf jeden Fall mindestens ein Video. Oder 50. Wir schwenken mal hier so rum. Ach, guck mal. Das habt ihr schon gesehen, oder? In den neuen Videos. Oh, geil. Darauf bin ich unheimlich stolz. Vielen, vielen lieben Dank an Task One nochmal für dieses wunderschöne Gemälde. Ja, Freunde, hier steht mittlerweile nur ein Tisch oder momentan nur ein Tisch. Da soll aber noch ein bisschen was hin. Ihr könnt mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben, was denn noch an Grillgeräte bei mir fehlt, falls noch was fehlen sollte. Grills kann man nie genug haben, ne? Ein bisschen Blödsinn ist drin. Hier nochmal eine Bartonne stehen. Die ist auch noch nicht richtig befüllt. Hier muss noch irgendwas anderes passieren. Aber jetzt erstmal hier rüber. Zack. Kingstone. Angry Beast, Freunde. Das ist jetzt Grillnummer. Hat einer mitgezählt? Zählt mal bitte mit. Angry Beast, Oberhitzegrill. 800 Grad von oben durch zwei
Keramikbrenner, ist das richtig? Geiles Teil für Steaks. Also wenn ihr Steak-Freunde seid, solltet ihr euch so ein Teil auf jeden Fall mal anschaffen. Macht wirklich Sinn. Die kosten mittlerweile auch kein großes Geld mehr. Der Doppelte ist jetzt ein bisschen teurer, aber die gibt es auch als Einzelne. Die großen Marktführer sind da relativ preisintensiv. Diese Geschichten hier, Bauhaus und sowas, kann man auch machen. Letztendlich haben die natürlich nicht die Qualität, die die großen Teile haben, aber sie bringen die gleiche Leistung. Also Oberhitzegrill ist geil. Ja, bevor wir zu unserem Hauptdarsteller kommen, nochmal Cheers auf euch. So viel quatschen. Kriege ja ganz trockenen Hals hier heute, ne? Zack, da ist er. Breuking Riegel 690 XL. Ich weiß ja nicht, ob ich darüber noch was sagen muss. Ne? Ihr habt den ja, also da habe ich ja nur wirklich genug Videos. Ihr seht den fast in jedem meiner Videos, weil auf diesem Schlachtschiff arbeite ich so gut wie jeden Tag. Ordentlich Grillfläche, zwei Hauben, Massigbrenner, Heckbrenner. An der Seite haben wir hier noch dran, ne? Zack. Den Infrarotbrenner ist quasi der Oberhitzegrill von unten. Macht auch nochmal 800 Grad. Also mit dem Teil, eigentlich würde der reichen. Alles andere ist Bonus, würde ich sagen. Also dazu brauche ich euch nichts mehr sagen. Das Ding läuft ja jeden Tag. Oh, jetzt springen wir mal nach vorne. Guck mal hier. Feuerhand Pyron. Feuertonne mit Feuerplatte. Ist deutlich kleiner als unsere große von grillrost.com. Da haben wir eine 100er. Hier haben wir, was sind das? Knapp 57, 60 Zentimeter oder so. Stand bei uns auf dem Campingplatz. Den Campingplatz für diejenigen, die uns lange verfolgen. Ihr wisst ja, wir haben den nicht mehr. Wir suchen gerade noch einen neuen. Wenn wir wieder einen haben, dann kommt diese wunderschöne kleine Feuerplatte auch wieder auf dem Campingplatz. Kann man mal machen. Geht auch gut als Feuertonne ohne die Platte. Verbrennt ordentlich. Das ist ja so ein Vergaserverbrenner quasi. Also er zieht richtig Luft an, haut ordentlich was raus, gibt richtig Hitze. Und mit der Platte, geile Kombination für einen Campingplatz, reicht die wirklich aus. Feuerplatte in klein. Na, und weil wir gerade bei klein sind, machen wir mit klein weiter. Und zwar hier. Der kleinste, ich glaube, der weltweit kleinste Gasgrill überhaupt, oder? Der Scotty Grill. Ein schöner zusammenbaubarer Grill. Haben wir auch das ein oder andere Video schon von gemacht. Könnt ihr mal gucken. Ist ein geiles Ding. Ist eigentlich immer dabei, wenn wir unterwegs sind. Jetzt mit dem neuen Ram wird der noch öfter dabei sein. Kann ich nicht zu sagen. Bringt ordentlich Hitze. Ist ein geiles Teil für unterwegs. Scotty Grill, Freunde. Scotty Grill. Ja, und vom ersten Mini-Grill zum zweiten Mini-Grill. Und zwar ist das, glaube ich, das ist der erste, den ich mir mal gekauft habe. Also als Mini-Grill. Das ist so ein. Ja, was waren das hier? Ich glaube, die hießen Lotus Grills oder sowas. Gibt es heute sicherlich immer noch zu kaufen. Ist ein kleiner Verbrennergrill, also mit Kohle und Luftsteuerung. Da kommt in die Mitte ganz wenig Kohle drin. Dann dreht er den Ventilator an und der heizt ordentlich auf. Bringt auch vernünftige Ergebnisse, wenn ich mich richtig erinnere. Auch dazu gibt es irgendwo ein Video. Ja, gab es beim Discounter für einen günstigen Taler. Kann man mitnehmen, wenn man ja nichts anderes hat. Ansonsten kann man so eine Dinge auch zur Seite stellen. Weiter geht's in der Kategorie Smoker. Freunde, mein erster Smoker, den ich mir jemals gekauft habe, ist eigentlich noch gar nicht so lange her. 2017, 18? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, wenn ihr das rausfindet. Breuking Vertical Gas Smoker. Ist ein geiles Ding, tut, was er soll. Nachdem der Pellet Smoker da ist, war der nicht einmal mehr im Einsatz. Ne? Ist ein bisschen schade, steht hier ein bisschen stiefmütterlich in der Gegend rum. Ich werde mal gucken, ob man den auch noch gut als vielleicht Räucherschrank benutzen kann für Fisch und sowas. Ich weiß ja nicht mehr, auf wie viel Grad der runtergeht. Also die Minimaltemperatur, die man fahren kann. Werde ich mal ausprobieren. Vielleicht kommt dann auch mal wieder was damit. Ist eigentlich ein bisschen zu schade, um den hier rumstehen zu lassen, oder? Ist aber ein geiles Gerät für einen Gasmoker. Optimal auf jeden Fall. Vertical Gasmoker Bulking. Ah, nächste Runde Holzkohle, Freunde. Breuking Keck 5000 mit Unterwagen. Hat sich hier hervorragend eingepasst in meine Grillecke, würde ich sagen. Ein geiler Holzkohlegrill. Ähnlich wie ein Keramikgrill, ist aber mit Stahlwänden. Funktioniert super. Hält die Hitze ohne Probleme. Was weiß ich, was da schon 20 Stunden, glaube ich, oder was. Das Ding läuft sauber durch. Mit dem Unterwagen die perfekte Kombination. Ja, und ich weiß, wir machen auch auf Kohle immer noch zu wenig. Wird mehr werden, wird mehr werden. Ich brauche halt immer, man braucht halt letztendlich mehr Zeit mit Kohle als mit Gas. Deswegen ist meine erste Wahl immer der Gasgrill. Aber Kohle macht Spaß und ich muss in nächster Zeit wieder mehr mit Kohle machen. Also Keck, Freunde, geiles Gerät. Andere Holzkohlegrills habe ich gar nicht mehr. Meine Basis ist ja, oder mein Ursprung kommt vom Holzkohlegrill. Ich hatte früher mal so ein großes Holzkohleschiff. Wie fast alle. Dann habe ich mal mit einer Kugel von Weber gearbeitet. Weber gearbeitet. Funktioniert auch super. Also letztendlich, ihr wisst, Freunde, grillen könnt ihr auf jedem Gerät. Hauptsache, es schmeckt am Ende. Und Hauptsache, ihr grillt. Ihr wisst ja, Holzkohle. Passt.
Ah, hier geht's weiter mit einem kleinen Ausflug in Richtung Paella, Freunde. Paella-Pfanne und Paella, wie nennt man das? Brenner. Doppelbrenner Paella vom Spanien-Shop, made in Spanien, ist ein geiles Gerät, für Paella wirklich unverzichtbar. Kann man aber auch wunderschöne andere Sachen drauf machen, wie eine schöne Shakshuka, habe ich schon mal gemacht, gibt es ein Video von. Oder alles, was ihr einfach auf einer großen Pfanne machen wollt. Wir machen da gerne mal schöne Frühstücks drauf, mit ordentlich Rührei, ordentlich Bacon, bisschen Bohnen drin, passt. Also, ja, haben ist besser als brauchen, ne? Paella-Brenner, Freunde. Gibt's für einen schmalen Taler, müsst ihr mal auschecken. Wenn ihr auf sowas Bock habt oder sowas braucht. Ja, und wenn ich das richtig überblicke, sind wir auch schon fast am Ende, oder? Hier, zack, Boy King, Porter Chef 320, nagelt mich nicht fest. Der meiner Meinung nach perfekteste Campinggrill, den es gibt. Kann man die Füße schön abnehmen. Das Ding lässt sich verstauen, auch in kleineren PKWs oder halt perfekt für einen Campingplatz, für einen Wohnwagen, sonst irgendwas. Das Ding bringt ordentlich Hitze, richtig Breuking Power auf dem Rost und damit macht er auch ordentlich eure Familie glücklich. Also, Campinggrill, Breuking Porter Chef. Sind wir jetzt schon durch? Also, wir haben natürlich noch ein paar andere Kleinigkeiten, also Zusatzmaterialien, Zubehör. Ich hatte mal überlegt, ob ich darüber auch mal ein Video mache, aber ich glaube, das würde komplett den Rahmen sprengen. Also, wir haben noch eine Menge Dutch-Öfen dastehen. Wir haben ganz viele Schalen, Förmchen, Zubehörzeugs und sowas. Man kann halt nicht alles benennen. Die meisten von den Sachen seht ihr ja in unseren Videos. Achso, und da hinten, warte mal. Die beiden habe ich beim Aufräumen auch noch gefunden. Kategorie Einweggrill. Darüber wollte ich eigentlich mal ein Testvideo machen. Wenn ihr Bock drauf habt, schreibt mir das mal unten in die Kommentare, ob wir das nochmal, jetzt schon ein bisschen spät im Jahr diesmal war mit Einweggrills. Aber sowas habe ich auch noch immer rumliegen, falls man sie mal braucht. Bis jetzt habe ich sie noch nicht gebraucht. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt auf ein Testvideo, einfach mal unten reinschreiben. Schreibt mir auch gerne mal unten in die Kommentare, was ihr meint, was mir noch fehlt. Denn ich bin der Meinung, mir fehlt noch einiges, oder? Also hier passt noch ein bisschen was hin. Vielleicht graden wir auch irgendwann mal auf einer Outdoor-Küche. Also, ich weiß es noch nicht. Upgrade geht immer. Auf was grillt ihr denn? Das auch gerne mal unten in die Kommentare reinballern. Ah, dann haben wir noch ordentlich Sous-Vide-Equipment. Habe ich euch auch noch viel zu wenig gezeigt, oder? Sollten wir auch mal machen. Gerne auch mal unten reinschreiben, wenn ihr Sous-Vide-Ideen habt, die ich mal umsetzen soll. Ja, ansonsten, Freunde, für einen Otto-Normalbürger viel zu viele Grills. Für mich immer noch zu wenig. Wie gesagt, hat einer mitgezählt? Ist geil, oder? Wenn euch dieses kleine Video meiner Grillgeräte gefallen hat, dann ballert Kommentare über ein Like, über ein Abo, würde mich freuen. Facebook ballern, Instagram ballern, unseren TikTok auschecken, unseren Shop auschecken. Ihr wisst Bescheid. Das war Bobby 030 Barbecue. Mit einer ganzen Menge Grills, oder? Ich bin draußen. Wir sehen uns am Grill.